Guten Morgen. Wir haben die erste Nacht überstanden. Um 2 Uhr nachts hat Ben geweint. Ich habe es gehört. Also ich hatte irgendwie Angst, dass ich es nicht höre. Wir probieren gerade was. Was macht ihr da? Wir probieren, ob Ben hier rüber kann, ohne hier. Nee, lass das mal lieber erstmal. Warum denn? Darum. Also ich hatte Angst, dass ich ihn nicht hören würde, wenn er weint unten, weil wir haben ja kein Babyfon. Aber ich habe ihn gehört schon beim ersten Pieps. Und ja, er hat dann endlich geweint. Wir haben versucht, ihn zu beruhigen, aber dann gegen 2 Uhr kam er zu uns. Ich glaube auch, dass er ein bisschen Fieber hatte, weil er ja vor einer Woche hier geimpft wurde. Und es kann sein, dass er dann ein bisschen gefiebert hat, weil er war so ganz heiß und schwitzig. Ja, jedenfalls hat er die Nacht bei uns verbracht. Läuft, ne? Wir wollten eigentlich ein Zimmer ohne Kinder haben und was hatten wir? Ben. Und jetzt kommt Mia auch noch. Jetzt ungefähr 8:30. Ne, Mia? Hast du dich gerade gemeldet? Nein. Achso. Weißt du was? Ich kann schon ohne zählen sagen, wie viele wir jetzt gerade hier sind. Wie viele denn? 4. No, du bist eine ganz tolle Maus. Soll ich mal ziehen? Ja. Auf jeden Fall, Mia, du brauchst jetzt nicht 10. 3, 4, 5, 6. Nein, so viel gar nicht. Guck mal, was wir machen. Und tauscht ihr wieder den Schnulli oder was? Jetzt gerade den Kopf gestoßen. Ja, ich würde sagen, wir stehen erstmal auf und dann geht's weiter mit der Wohnung hier. So, hier mal ein kleines Update. Es halt voll in Mias Zimmer, weil das Bett hier weg ist. Hier kommt ja dann der Schrank hin. Und jetzt gehen wir mal zusammen rüber. Weil Koya ist nämlich auch schon fleißig am Arbeiten. Und da ist das Bett. Aber wollten wir das da hinstellen? Du musst es ja. Müssen wir mal gucken. Eigentlich wollte ich das da in die Ecke stellen, aber wir schauen mal, wie wir das so. Ja, das habe ich schon gedacht. Aber ich wollte erst mal gucken, weil da sieht es eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Und ja, Koya ist fleißig. So, ich blende euch mal kurz ein Foto ein. Mia und Ben schlafen. Ben wollte nicht einschlafen, nichts trinken, gar nichts. Und dann hat Mia sich zu ihm gekuschelt. Und jetzt liegen die beide Arm in Arm da. Ben fällt der Schnulli so raus. Das ist so süß. Und ja, ich gehe jetzt mal runter zu Koya. Ich helfe dir noch ein bisschen. Ich habe gerade Video geschnitten. Und ja, wir schauen mal weiter, wie es weitergeht. Ein kleines Zwischenupdate. Wir haben jetzt hier die Ecke ausgeräumt. Also Koya war das. Ich muss ihm echt loben. Hier sind jetzt die Schränke. Oh, der eine Schrank ist noch offen. Ne? Hier sind quasi die Schränke. Einer ist noch übrig. Da müssen wir mal gucken, ob wir den dann hier hinstellen wollen oder nicht. Wir wollen auch noch irgendwas zum Sitzen hin haben, dass wir uns halt hinsetzen können beim Anziehen. Und hier kommen eigentlich auch noch die Kommoden hin. Da sind wir uns aber noch nicht ganz hundertprozentig sicher. Weil die gucken, wo mein neues Zimmer ist. Ja. Oh, hast du dein Bild gleich mitgenommen? Ja, Mia läuft übrigens immer noch im Nachthemd rum. Wir haben es schon 14 Uhr, aber irgendwie sind wir noch nicht dazu gekommen, uns anzuziehen. Richtig. So. Genau, hier ist jetzt im Moment ihr Zimmer. Das sieht katastrophal aus, wirklich. Aber wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass ihr Bett in diese Ecke kommt. Unten müssen wir nochmal gucken, dass wir hier unten noch was hinpacken. Aber das zeige ich euch alles später, wenn es gut überlegt ist. Hier ist das Billigregal, was wir haben. Das wollte ich auch gerne hier lassen, weil sie dann ihren CD-Player hier hat und dass sie den halt nachts auch an- und ausmachen kann, wenn sie das möchte. Und dahinter ist der Schrank versteckt. Ich gehe nochmal hier. Der muss hier eigentlich noch rüber, aber wir wissen halt noch nicht genau. Genau, hier ist der Schrank und hier ist der Spiegel. Also es passt wohl gerade so. Hallo, hier so sehe ich aus. Und wir müssen halt mal schauen, ob wir den hier so stehen lassen, wie das jetzt wirkt, wenn man reinkommt und gleich diesen Schrank sieht oder so. Müssen wir halt mal schauen. Aber wir haben ja hier noch genug andere Plätze. Was möchtest du haben? Ich möchte das jetzt so machen, mein Maltisch, den ich möchte. Ja, Mia, wir müssen das noch aufräumen. Also der Maltisch, den habe ich mir überlegt, ob der nicht vielleicht hier vor die Heizung kommt wieder und wir dann hier in die Ecke einen Schreibtisch für Mia kaufen, einen richtigen Schreibtisch. Ich wollte, dass da der Schreibtisch hinkommt. Wohin? Nee, nicht von Dings. Da müssen wir jedenfalls mal gucken. Das muss auch alles noch rüber hier und
Mia, wir planen jetzt erstmal in Ruhe und dann zeige ich euch nachher nochmal, wie es weiter ist. Aber ich muss jetzt erst nochmal mein Video zu Ende schneiden. Ich war nämlich noch gar nicht fertig, habe ich gesehen. Und ja, Koya kümmert sich gerade um Ben. Hallo! Oh! So, wir waren heute schon fleißig. Ich finde ich ganz besonders und Ben auch. Und jetzt gucken wir Fußball gerade und es ist Halbzeit und 96-4. Yeah! Yeah! Vorsicht, dein Bruder will zum Receiver! Nein! Die typischen Sorgen eines fußballguckenden Papas. Der Sohn zieht die Sky-Karte raus. Ich muss jetzt noch 10 Minuten meine Kinder quälen, meine Frau ärgern und dann geht's weiter mit Fußball. Gut, bis später. So, meine Lieben, ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal bei euch gemeldet habe. Aber wir haben jetzt den einen Schrank, der übrig ist. Ich weiß aber gar nicht, ob ich euch das erzählt habe. Das ganze Schraubengedöns hast du, ne? Also auch ja, die, die wir oben zusammengepackt haben. Wieso auch? Nur die, die wir oben zusammengepackt haben. Ne, und die für das Ding. Ja, das ist ja im Schrank drin. Achso, ja, stimmt. Und die anderen habe ich eingepackt. Also ich weiß gar nicht, wie weit ich euch das überhaupt erzählt habe. Aber wir haben ja den Schrank oder die Schränke jetzt ja rübergepackt in Mias Zimmer, aber da passt nicht alles hin. Ein Schrank hat nicht gepasst. Und Ikea hat ja ein oder hatte mal, wartet mal kurz. So, Ikea hatte ja mal ein lebenslanges Rückgaberecht. Hat es jetzt nicht mehr. Jetzt kann man die Sachen 365 Tage nach Kauf zurückgeben mit Kassenbon und so. Aber früher war es halt mal 365 Tage. Und alles, was man vor dem 1.9.2016 gekauft hat, hat quasi noch lebenslang, beziehungsweise eigentlich 15 Jahre, weil die das nicht durften, lebenslang zu sagen. Und den Schrank, also wir haben noch einen Bon, wo der Schrank einmal, ich glaube, Mai 2016 oder sowas, oder keine Ahnung, irgendwie so. Und wir haben auch noch einen anderen Bon, der ist dann halt von Mai 2017, irgendwie so. Auf jeden Fall können wir das zurückgeben. Deswegen haben wir den Schrank jetzt eingepackt, den einen, das ist quasi ein 50er Schrank. Haben wir eingepackt und können wir zurückgeben und wir kriegen ungefähr 135 Euro oder so wieder, irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt ist mit dem ganzen Zubehör, weil wir noch ein bisschen Zubehör dabei hatten. Und das wird dann quasi in der Fundgrube zum Beispiel verkauft oder wird als Ausstellungsstück dienen. Wie auch immer, auf jeden Fall gibt es dieses Rückgaberecht. Was richtig geil ist, das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, weil bei Mia zum Beispiel hatte, als wir hierher gezogen sind, haben wir ihr ein neues Bett gekauft, auch von Malm oder sowas war das. Haben alles aufgebaut, sie hat eine Nacht drin geschlafen, hat geheult wie am Spieß, sie wollte danach nicht mehr in diesem Bett schlafen und wollte unbedingt ihr Hochbett wieder haben. Und dann haben wir das Bett einfach zurückgegeben und haben quasi den vollen Preis wieder bekommen. Also haben das dann als Gutscheinkarte bekommen. Ich glaube, wenn es aufgebaut ist und nicht mehr original verpackt ist, dann kriegt man es nur als Gutscheinkarte. Aber ich meine, bei Ikea findet man immer was. Und aus dem Grund fahren wir jetzt um 18 Uhr ungefähr zu Ikea. Wir müssen jetzt zum anderen Ikea fahren, als wir letztes Mal waren, weil wir das von dem Ikea damals geholt haben. Wir haben ja zwei Ikeas hier. Und geben jetzt den Schrank hier zurück. Und ich habe auch schon eine ganz lange Liste gemacht. Ja, ein Bällebad gibt es ja auch. Auf jeden Fall, ich muss gleich mal gucken, wie lange die noch offen haben. Wir haben eine ganz lange Liste gemacht, was wir alles brauchen jetzt. Wir brauchen unter anderem eine Malm-Kommode noch. Wir haben schon eine da stehen, aber noch eine brauchen wir in der Größe. So eine Glasplatte dafür, dann brauchen wir noch eine andere kleine Glasplatte, dann brauchen wir noch einen Schrank. Die Malm-Kommode auch? Die Malm-Kommode auch. Ja. Wieso? Ich dachte nur einen Schrank. Wir haben doch gesagt, da kommt noch eine zweite Malm-Kommode hin. Das weißt du doch. Ja. Wir haben so viel gesagt heute, dass ich mit einer. Ja, auf jeden Fall einen Schreibtisch kriegt Mia. Da habe ich mir schon einen ausgesucht. Also wir haben ein bisschen was zu kaufen. Wir hast du Geld mit? Ich habe eine EC-Karte. Gut. Und wir haben ein bisschen was zu kaufen. Und ja, das werden wir jetzt auf jeden Fall tun. Und ich würde sagen, ich melde mich bei Ikea wieder, wenn wir das alles zurückgegeben haben. Dann geht's auf in den Kampf. So, ich wollte noch mal was erzählen. Und zwar habe ich eben gerade einen Kommentar bekommen. Und zwar ging das um das Thema, ob Apollo und Sheila jetzt vergiftet worden sind und ob ich zum Tierarzt gehe und ich sollte lieber mit den Hunden zum Tierarzt gehen. Und also ich muss dazu sagen, es ist jetzt schon 2 oder 3 Tage her und denen geht's gut. Also dieses Brötchen, was da über den Zaun geworfen wurde, war wohl nicht vergiftet, Gott sei Dank. Ich bin echt froh. Aber warum wir nicht natürlich gleich zum Tierarzt gefahren sind, sind mehrere Sachen, weil der Tierarzt an sich hätte gar nicht so viel machen können. Also klar hätte der den Magen auspumpen können von beiden Hunden. Das bedeutet, wir hätten mit dem Hund, das war ja schon abends, wir hätten mit beiden Hunden in die Tierklinik fahren müssen und den Hunden hätte der Magen ausgepumpt werden müssen.
das ist schon nicht so angenehm für die Hunde. Klar, wenn ich jetzt natürlich zu 99% sicher gewesen wäre, dass die Hunde vergiftet worden sind, hätte ich das natürlich gemacht, weil dann scheiß mal auf Magen aufpumpen ist immer noch besser als toter Hund, ne, im Endeffekt. Aber ehrlich gesagt, das war mein erster Gedanke, oh mein Gott, das ist hier voll. Die wurden vergiftet oder sowas, oder das könnte was Giftiges sein, aber dann habe ich mir so gedacht, ja, eigentlich, ich meine, da muss ja schon jemand richtig Hass gegen uns haben, das zu sein. Und ich weiß nicht, ich bin halt nicht so der Mensch, der dann. Ich habe in dem Moment schon an Schlechte gedacht, so nicht, aber ich habe auch dran gedacht, so, da. Das muss ja nicht immer nur mir Pech passieren und sowas, ne? Es war einfach eine komische Situation. Im ersten Moment dachte ich wirklich, das könnte vergiftet sein oder so. Aber wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, dann denkt man sich so, okay, ich habe die Hunde beobachtet, denen ging es nicht schlecht oder so. Ich habe kein Anzeichen gemerkt. Hätten die natürlich irgendein Anzeichen gehabt, hätte Sheila sich übergeben oder sonst was gemacht. Also Sheila hätte es wahrscheinlich sowieso nicht gegessen, weil Sheila eigentlich nichts isst, so, was auf der Straße liegt oder so. Aber hätte Apollo sich jetzt irgendwie falsch verhalten oder sowas und hätte sich übergeben oder irgendwie komisch gesabbert oder sonst was, dann hätte ich das natürlich gemacht, aber es war halt alles ganz normal und deswegen haben wir es nicht gemacht und im Endeffekt war ja auch nichts. Also der Typ hat einfach nur eine Klatsche gehabt, hatte einmal Handschuhe an und hat Sachen über den Zaun geworfen. Müssen wir halt mit leben, dass es solche Menschen gibt, aber es ist Gott sei Dank nichts passiert, das wollte ich euch nochmal sagen. Also den Hunden geht's gut. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen. So, und wir stehen jetzt hier, und ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber es ist alles voll. Und ja, mal gucken, wann wir ankommen. Erwarte. Aber ist heute irgendwas wegen 96? Ach so. Na, du wolltest nach 96 fahren und nicht vor. Ja, weil ich das Spiel sehen wollte, natürlich. Ach so, ja, stimmt, weil hier in der Nähe ist das Stadion. Stimmt, und die fahren jetzt alle weg. Guckt euch mal die ganzen Busse hier an. Alles voller Busse. Und 96 hat gewonnen. Ja, siehst du doch, gelbe Klamotten da drin. Klamotten, haha, ihr habt verloren. Gegen wen haben wir gespielt? 96 gegen Dortmund. Gegen Dortmund haben die gewonnen? Ui, 4-2 gewonnen. Naja, wir versuchen jetzt erstmal anzukommen. Es ist jetzt schon Viertel nach 6, bis 20 Uhr haben die auf. Das heißt, wir haben so gute anderthalb Stunden, habe ich eigentlich eingeplant, um da rumzurennen. Es werden wahrscheinlich etwas weniger werden. Aber okay, das sehen wir mal, ob wir alles kriegen. Ich hoffe schon. Das Ding ist ja auch noch, wir haben hier den Schrank, den geben wir gleich ab, aber da drunter ist noch Sarahs Kommode drin. Die könnte ich doch morgen abholen. Diese Straßenbahn oder was? Nee. Mit Dings, ja, nee. Auf jeden Fall wollten wir das gestern nicht mehr hochtragen, weil es gestern schon so mega spät war. Ist in Dortmund. Willst du mal winken? 96 Hulle. Wir haben gewonnen. 96 Hulle. Haben die hier gespielt? Ja. Achso, ja, deswegen sind da so viele Leute hier. Ist ja jetzt auch egal, wir sehen uns jetzt auf jeden Fall bei Ikea. So, also wir sind jetzt hier bei Ikea, aber es sind, wir haben jetzt eine Nummer gezogen, noch 38 Plätze sind vor uns, bis wir dann dran sind und umtauschen können. Läuft, ich habe Koya jetzt schon mal reingeschickt, dass er schon die Sachen einsammeln soll, die wir jetzt nur brauchen, aus den ganzen Regalen, aber 38 Plätze sind noch vor uns, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, wir kommen heute noch dran, sonst haben wir ein Problem. Aber ich bin ja ein Glückskind, ne? Ich warte übrigens hier mit Ben. Mia ist bei Papa. So Leute, es ist jetzt ungefähr 8:30. Ikea hat eigentlich vor einer halben Stunde zugemacht, aber wir haben eben gerade noch schnell Hotdogs gegessen. Es war gar nicht so einfach, da hochzukommen. In den ersten Stock wieder. Ja, dann kannst du weiterfahren, wenn du hier Licht anmachst. Weil die alle schon zugemacht haben, aber wir haben es noch bekommen. Mia hat ihr Eis noch bekommen. Da hinten sind die Kinder. Wie ihr sehen könnt, haben wir in der Fundgrube was gefunden durch Zufall. Oh, ich habe hier Hotdog. Es tut mir leid. In der Fundgrube haben wir den Anne Boda Schrank gefunden für 49 anstatt 69 Euro, ne? Ja. Da muss man lang. Wir haben insgesamt, glaube ich, ich weiß nicht genau, wir haben drei Karten gehabt. Einmal 130, glaube ich, einmal 30 und einmal 11. Also 170 Euro ungefähr. Ein bisschen 170 Euro in Karten gehabt und deswegen haben wir nur noch, ich glaube, 65 Euro oder sowas bezahlt. Irgendwie sowas. Es war also ein Schnäppchen-Einkauf. Genau, jetzt haben wir eben gerade noch Hotdogs gegönnt und fahren jetzt erstmal nach Hause und heute wird nichts mehr hochgetragen. Aber das Gute ist, dass wir haben bei dem Schrank 20 Euro insgesamt gespart und er muss nicht mehr aufgebaut werden. Also ich bin, und der ist halt, hat so ein, zwei Macken, ne? Es ist okay, aber wie schnell geht das? Wie schnell geht das bei mir? Ich meine, Mia-Schrank hat auch schon Macken. Achso, und wo wir gerade bei Mia-Schrank sind, warum habe ich denn das? Wartet mal. Hier, da gibt es auch diesen Automaten, diesen Ersatzautomaten. Da habe ich diese Dinger gekauft, weil die brauchten wir beim Dings. Ich muss das leider mal ausmachen hier, weil
Sonst kann Koya nichts mehr sehen. Nee, darum geht's nicht. Da geht ein jemand lang, ne? So, wir sehen uns später zu Hause. So Leute, wir sind jetzt zu Hause. Ich bin jetzt schon hier im Nachthemd. Die Kinder liegen schon im Bett. Ben ist sehr gut ins Bett gegangen. Koya geht für so einen Krüppel. Ja, ich will jetzt noch nicht loben, aber ich hätte gedacht, er wehrt sich mehr. Er wollte die Flasche nicht trinken, okay. Eine Sache. Er ist zu groß für eine Milch. Aber Mia hat ihn so ein bisschen gekuschelt und so. Und jetzt liegt Ben in seinem Bett, Mia liegt in ihrem Bett. Die hören beide eine CD, Zoes Zauberschrank. Und ich war gerade noch einkaufen, habe hier gerade eben noch ein paar Sachen bei Edeka gekauft, weil wir brauchten unter anderem Feuchttücher, weil wir hatten gar keine, ich glaube 3 Stück oder so noch. Und es hätte halt nicht gereicht bis Montag. Genau, und jetzt habe ich mir noch was zu trinken geholt und so Kleinigkeiten halt. Und wir sind todmüde. Es ist jetzt mittlerweile kurz vor 10? Ja, kurz vor 10. Ich dachte kurz vor... Meine Uhr geht falsch, ne? Also hier ist 20.52 Uhr. Kurz vor 10. Aber ja, bald geht's... Morgen geht's wieder richtig. Und dann haben wir sie ein halbes Jahr lang nicht gestellt. Ich weiß nämlich nicht, wie das geht. Ein Jahr lang nicht? Nee, gar nicht gestellt. Wir haben sie ja nicht richtig gestellt bis jetzt. Ja, wir haben sie noch nie gestellt, sagen wir es mal so. Irgendwie. Doch, einmal. Einmal. Hast du sie gestellt? Dann weißt du ja, wie es funktioniert. Ja, hallo. Das ist warum machst du es denn nicht? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall geht unsere Uhr dann wieder richtig. Also morgen wird die Zeit umgestellt. Vergiss es nicht. Ja, wir sind todmüde. Also wir sind ja seit heute Morgen unterwegs und haben hier mal... Also ich meine, man sieht es nicht. Hier oben sieht es immer noch ein bisschen katastrophal aus, aber unten auch. Aber allein dieses ganze Plan so... Welchen Schrank nimmt man jetzt zuerst und welchen danach und welchen Schrank kaufen wir jetzt noch? Und dann bei Ikea, da waren ja vorhin über 30 Leute vor mir. Es ging dann doch relativ schnell, muss ich sagen, weil ich glaube, man muss ja immer so Marken ziehen. Und da waren auch ganz viele Nummern, wo einfach keiner hingegangen ist. Dann haben sie gesagt, 355, 356, 357. Vor allem, ich habe Koya dann angerufen, weil der uns schon unterwegs war, bei, ich glaube, 358, wir hatten ja 368. Gesagt, ja, komm mal, wir sind gleich dran. Und Koya kam und wir waren sofort dran. Also das ging dann relativ fix. Gott sei Dank. Und dann haben wir eigentlich, also wir waren gar nicht richtig bei Ikea drin, ne? Also wir waren eigentlich nur unten da, wo man die Pakete sozusagen abholt. Und haben ja einfach nur die Sachen auf den Schrank gepackt. Dann hat Koya schon den Schrank auf dem Dings gepackt, eingepackt, ne? Also so zum selber aufbauen. Und dann habe ich in der Fundgrube heißt das, ne? In der Fundgrube diesen Schrank schon aufgebaut gefunden für 49, habe ich euch schon erzählt, für 49 Euro anstatt 69 Euro, also 20 Euro gespart und er ist schon aufgebaut. Und wir haben ihn auch ins Auto gekriegt. Ja, das war also ein Erlebnis heute. Die Kinder waren eigentlich ganz okay, aber es ist natürlich immer anstrengend mit Kindern und dann rennen die da rum und so viel Eindrücke und so. Und ja, ich will euch jetzt eigentlich gar nicht weiter volllabern. Koya macht den Ofen schön an, ne? Weil wir haben ja nur 17 Grad hier oben. Ich mache mir jetzt irgendwas Leckeres zu trinken. Ich habe noch eine Cola im Kühlschrank. Ich mache mir jetzt eine Cola mit Zitrone. Richtig geil. Und dann hauen wir uns irgendwie ins Bett und gucken noch einen Film. Und ja, genießen einfach noch den Abend. Ich glaube, ich mache mir noch so einen Kartoffelsnack. Also richtig Hunger habe ich nicht, aber ich habe Bock drauf. Ich habe den vorhin gekauft. Ich weiß es nicht. Erstmal räume ich den ganzen Mist hier weg. Und wir sehen uns morgen früh wieder. Und morgen früh geht's weiter, da zeige ich euch nochmal Mias Zimmer und dann haben wir einen Schreibtisch, achso, was haben wir überhaupt gekauft? Wir haben einen Schreibtisch gekauft, einen Schreibtischstuhl, eine Kommode, einen Schrank, noch was? Ne, das war's, ne? Genau, so Glasplatten wollten wir kaufen, haben wir nicht gefunden. Genau, das werden wir dann morgen alles aufbauen, Koya hilft mir natürlich bei. Und dann einräumen und so und dann... Genau. Hoffen wir, dass es ist. Aber ja. Ich will nochmal zu Ikea, weil wir waren halt, wie gesagt, nur unten, in dieser, da wo man es abholt. Und ich brauche noch sowas wie Teppich und solche Dinger für die Schubladen und so. Also da brauche ich noch so ein paar Kleinigkeiten, aber da gehe ich vielleicht wieder mit Sarah hin oder so, weil mit Mädels macht es einfach mehr Spaß, da so durchzuschlendern. Und guck mal, die Kerze würde doch dahin passen. Ja, das macht mit Koya halt nicht so viel Spaß. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, euch voll zu labern. Ich bin todmüde und wir sehen uns morgen. Tschüss.